mit enormem Eifer. Wer hält sich für Annette Geifer? Hallo, liebe Handwerksgemeinschaft, hier ist Super Fleischmann, und bevor ich mit meinen vielen, vielen lieben Handwerksvideos anfange, erst einmal klatschen, damit man das nachher besser synchronisieren kann. Und ich bin natürlich bestens vorbereitet, ich habe hier extra einen Zettel und da machen wir jetzt mal einen Plan. Wir bauen heute eine Schmier- und Pflege- und Wartungsdosenhalterung aus altem Fahrrad. So, was brauchen wir alles? Eine Tasse, Vokabelbinder, Getränkehalter, ein Flex, Flexscheibe, Schweißgerät und ein Holzradl. Kann man schon mal zeigen. Ich nehme extra weiße Handschuhe, damit man nachher sieht, was man brutal gearbeitet hat. Und da ist es auch schon. Wichtig ist auch, ich bin schon öfters gescholten worden, immer eine Schutzbrille aufsetzen, wenn solche Arbeiten kommen, damit das ja alles seine Richtigkeit hat. Und dann schweißen wir uns mal ein paar Stangen herab. Wichtig ist, fest, dass man Plastikhandschuhe anzieht, weil wenn ich da so Glühdinger, Funken drauf fallen, dann hat das einen doppelt beschissenen Effekt. Ich bin mal kurz im Handschuhlager. So schaut das Ganze doch gleich viel besser aus. Jetzt auch eine Geschichte, wenn ich das mal kurz zeigen darf. Wir hätten hier ein Fahrrad, mit dem man auf dem Stand um die Ecke fahren kann. So. Wer kann das schon? Wollen wir aber gar nicht haben. Messen wir noch ein bisschen nach. Flexen. Das läuft bei mir. Notiz an mich selber. Schaferl und Besal schmieren, das ist nicht so krass. Oh, Kabel drin, zack, zack. Ja, Schutzbrille auf. Fuß, zack, zack. Keiner hat gesagt, dass es gerade werden muss. Und dann schaut es viel besser aus. Dann machen wir mal die Schweißmaschine an. Wir machen die Schweißmaschine an. Wir gönnen uns den Luxus und schleifen es noch gerade. Das ist ein Zufall, aber es passt. Es passen, die Löcher passen genau dahin. Das ist einfach Handwerkersglück, meine Damen und Herren. So sitzt auch nicht ganz unwichtig beim Bohren. Immer Handschuhe aus. Das kann sonst ein bisschen unangenehm werden. Wenn der Bohrer sich mal in so einem Handschuh verfressen hat. Ole, ole, ole. Herausforderung. Jetzt die Stange so aufzusetzen auf dem Fuß, dass es halbwegs gerade ist. Und nachdem es jetzt alles Eisen ist, haben wir ein bisschen ein Masseproblem, aber mal schauen, ob es funktioniert. Didi 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 didi.
Also, das kann man fast nicht besser machen. Aber es hält, von daher. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ich bitte euch, das ist doch wirklich, also kann man nicht besser machen. Aber es hält, das ist schön. Nicht loben, aber schaut ein bisschen aus wie so Infusionsständer vom Krankenhaus, aber und hängt es dort? Da muss geschmiert werden. Da ist das Ding. Nur nicht sparen mit dem Ganzen. So, was fehlt? Ja, die Handschuhe. Ohne Handschuhe geht da gar nichts. Haben wir hier aus Zeitgründen etwas vorbereitet, nämlich diesen wunderbaren Fahrradrest. Für eine wichtige Zutat. Hey, ja, 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 ja. Wir haben zu viele Speichen drauf. Schauen wir mal, ob das so. Wer will mir das vorstellen. Soweit ist es jetzt fertig, auch stabil, eben mit dem zusätzlichen Bremsscheibenbeschwerer. Da fällt das ja gar nicht mehr. Ist echt gut. Oh, gar nicht mehr, ist übertrieben, aber es fällt nicht mehr so leicht um. Jetzt, was tun wir denn da rein? Wir haben da aus Zeitgründen was vorbereitet. Dankeschön an die Firma, deren Namen ich sehr gerne vorlese, Ballistol. Von Ballistik und Öl. Schau, das ist wunderbar. Da kann man die ganzen Sachen hier top reintun. Auch den Pumpsprüher. Bevor es ein bisschen weitermacht. Ja, geht der besser raus. Jawohl. Zack. Geht alles super rein. Da haben wir ein bisschen Problem. Da müssen wir noch nachbessern. Machen wir gleich. Zweimal für gleich. Wundervoll. Alles gut, danke dir. So, mit der Problem, mit der kleine Flascherl, mit der Durchfall, mit der nicht gut, muss man anders machen. Dazu, weil ich ja ein Recycler bin und ungern was wegschmeiße, habe ich meine alten Tassen aufgehoben. Das sind irgendwelche Fehldrucke, ich zeige das mal hier kurz. Und die sind irgendwie nicht schäbern. Rechttassen, die kann man wunderbar hier reinwuseln, macht man dann mit einem Kabelbinder fest und dann schaut das vielleicht noch nicht einmal so schlecht aus. Das ist jetzt wieder so eine Geduldsarbeit, die ich super gern mag.
muss schon alles, muss testen, alles muss man testen. So, halt, zack, rein, drehen, dufte. Und das sind ja alles Sachen, die hat ja jeder daheim. Ne? Altes Fahrrad, Getränkehalterungen, ist doch in jedem Haushalt. Alte Bremsscheiben, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Dann, deine Song, haben wir es doch wieder. Fleischis, Fahrradrahmen, Bremsscheiben, Wäschetrommel, Halterungsfelgen, Dosen und Sprayhalterung ist fertig, meine Damen und Herren. Dieses Angebot ist wie immer nicht im Handel erhältlich. Wenn es euch gefällt, na, fahren wir nicht um mit Likes, das ist mir zu blöd. Also, einen schönen Tag auch. Super Fleischmann verschwindet wieder. Danke. Fleischis Felgen-Bingo. Jetzt aber. Feierabend.